Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wie ihr gerade seht, bin ich in Hamburg. Ich bin nicht in meinem Studio und deswegen sieht es so gelb und kahl und leer aus. Aber ich glaube, das macht euch überhaupt nichts aus. Heute sind wir wieder am Start mit einer Gesangsanalyse und heute gibt es für uns auf dem Tablett Jessie J. Warum habe ich den gemacht, diesen Jessie J? Wer macht sowas? Das ist doch echt nicht, oh mein Gott. Mit Power singen, Mixed Voice lernen oder dich auf dein Casting vorbereiten? Das und vieles mehr findest du in meinen Übungspaketen schon ab 16,99. Außerdem Einzel- und Gruppenunterricht als Online-Kurse von zu Hause aus. Werde Teil der zukünftigen Starke Stimme Academy ab 19,99 und sieh, was dich dort erwartet. Schau vorbei unter tanjalevyvocalstudio.com. Sie ist auch einfach live so gut, ne? When I'm nervous, I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's okay, ganz kurz, ist up. Was war das nochmal? Ah, wait. Mhm. Ja. Schreibt es runter, was war es? Staccato, ja, und das ist auch etwas, was man verwenden kann, Staccato, was einem so gar nicht oft bewusst wird. Denk mal zum Beispiel an Katy Perry, Firework, baby, you're a firework, make him go, oder baby, Moment mal hier, nein, es klingelt mitten in der Analyse, Leute, es gibt's noch nie. Like I need to tell someone, anyone will listen, and that's where I seem to mess up. Seem to mess up. Oh, ich bin heute auch echt mega heiser. Das war ein Bounce. Ein Bounce auf einer Note. Seem. Bounces sind einfacher, weil sie natürlicher kommen, weil das Teil ihres Gesangsstiles ist. Es ist natürlich dann, aber das ist ein Bounce auf einer Note und das gibt es ganz oft in verschiedenen Formen. Aber wie ihr seht, jetzt ist es gerade sehr viel Sprechgesang und einige Wörter singen sie ein bisschen länger aus und rundet die ab mit dem Vibrato. Also hier nimmt sich Jessie J tatsächlich noch ein bisschen mehr Zeit und Mühe und auch verlangsamt vielleicht so ein bisschen mehr sogar das Tempo, um das Ganze und die Interpretation des Songs nach vorne zu bringen. So sehe ich das jetzt gerade. Ganz, also sie ist sowieso eine begnadete Sängerin. Ich finde persönlich, sie ist im Showbusiness einer der wenigen mit Ariana Grande und Demi Lovato und noch ein paar anderen, die wirklich einfach mega, mega krass gut sind. Also ich meine echt, sie ist so ein Megalodon im Live-Gesang. Also keiner hat das so gut drauf wie sie. Sie hat das ganze Register auch. Wirklich von ganz tief bis ganz hoch, der Mix und so. Naja, lass uns mal weiterschauen. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts going. The words start flowing. Oh, but I never meant to. Toller Vibrato. I know it's time that I learn. Sie ist auch voll drinne im Stück. Treat the people I love like I want. Ja, man merkt auch, also sie hat einen ganz starken Vibrato, aber sie macht auch ganz viele Riffs. Und sie, es ist auch wieder erstaunlich, sie interpretiert ihre Songs immer wieder neu auch, ne? Also es ist ja ihr eigener Song, sag ich jetzt mal. Und sie interpretiert ihn trotzdem nochmal immer wieder neu. So wie sie es fühlt, so wie es gerade kommt. Sie ist sich da so sicher auch von der Melodie, von den Abläufen. Und das hat auch was mit ganz krassem Gehör zu tun auch, ne? Selbstvertrauen auch natürlich, jedes Mal auf die Bühne zu gehen und einfach zu sagen, ich improvisiere auch mal so ein bisschen und mach mal nicht immer dieselbe Version. Ganz viel Twang in der Stimme. Der Twang, der hilft ihr natürlich, in den, also diese Power zu haben, trotzdem clean zu klingen und in diesen oberen Registern auch einfach durchzukommen, einfach smooth durchzukommen. Sie hat sowieso ein großes Register, das ist sowieso für sie einfach, sag ich mal. Das ist einfach ihr Register. Aber sie hat auch, man merkt diese Kontrolle, die sie hat, ne? Wie sie von einer Sekunde auf die nächste einfach mal so einen hohen Ton raushaut, wie sie es jetzt gerade gemacht hat. Das hat was auch mit Kontrolle zu tun.
Und guck mal, wie flexibel die Stimme das auch zulässt. Also viele Stimmen. No, 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 no. Schöner Kopf. No. Kopfstimme am Ende da. Turn back the hands of time. I swear I never would have crossed that line. I should have kept it between us. But Jesse went and saw the whole world. How she's feeling. Und was mir auch auffällt, ist, dass sie sehr akkurat auch aussingt. Also die Buchstaben und wenn wir jetzt mal Ariana Grande dazu stellen, wo ja auch immer sie bekommt ja häufig die Kritik ab, auch von anderen Kollegen von mir, dass sie unsauber ist in ihrer Aussprache und dann bekommt es, dann klingt es so wie ein Sound. I know I'm in Stigma. Dann klingt es so wie ein Sound bei ihr, gerade auch wenn sie in der Höhe singt. Und wenn ich das jetzt so vergleiche mit Jessie J, Mensch, krass, da ist jeder Buchstabe akzentuiert ganz klar durchgesungen. Also hört mal genau hin, achtet mal drauf. Oh, oh, oh. So I sit and I realize with these tears falling from my eyes. And I sit. Wie oft singe ich sit? And I sit and I realize. Zwischendurch. Wow. Also wenn immer sie nach oben geht in so einem smoothen, wie heißt denn das im Deutschen? Also innerhalb einer Phrase, wenn sie dann so durchgeht, das nennt man ascending im Englischen. Wie es im Deutschen heißt, weiß ich nicht. Sorry. Guckt euch auch mal ihre Haltung an. Also sie ist auch jemand, der sehr nach vorne gebeugt ist. Das ist wohl die Kraft oder die Power, die sie bezieht, auch aus dieser Position. Wir hatten ja mal ein paar Mal schon darüber gesprochen, dass jeder eine verschiedene Haltung hat und dass er aus diesen verschiedenen Haltungen ja auch die Power rausholt. Ne? Ob es jetzt aus dem Nacken ist oder aus dem Rücken ist oder wie sie jetzt in dem Fall so ein bisschen leicht nach vorne gebeugt. Genau. Und sie macht ja auch ganz viele Adlibs zwischendurch. Also das heißt, sie macht ja ganz viele... Hey, Adlibs, schaut euch einfach das Video zu Adlibs an, ist auf meinem Kanal. I've never seen so many people in suits going, no. No. Es war so ein kleiner Jodel. Ja, wir machen jetzt mal einmal bis hier, weil das Video ist ja auch relativ lang. Jetzt kommen ja auch ganz viel Adlibs-Passagen. Aber ich glaube, wir haben schon ganz viel Wichtiges gesagt. Es geht ja auch nicht darum, das ganze Video zu sehen. Das habe ich erstmal schon mal gesehen vor zig Jahren, also ja, 2013. Das habe ich da schon mal gesehen. Und zweitens ist es ja auch keine richtige Reaktion. Es soll ja so ein bisschen eine Analyse sein, mit so ein bisschen Input, was da beim Gesang passiert. Damit ihr natürlich selber Lust auf Singen lernen habt. Ja, also schreibt mir doch mal in die Kommentare, wen ihr als nächstes sehen wollt. Also ich finde Jessie, ich habe ja glaube ich alles schon gesagt, so diese Kontrolle einfach, also diese Kontrolle, die sie mit ihrer Stimme, sie ist Herr über ihre Stimme und sie überlässt das nicht einem Zufallsprodukt. Und ich finde, das ist etwas so Wichtiges, weil wo ich damals professionell als Sängerin gearbeitet habe mit Produzenten und Manager unter Vertrag, habe ich im Studio auf Zufallsprodukt gesungen. Und ich wusste dann auch immer nicht, wie ich es dann wieder nochmal rekreieren kann. Und das ist so wichtig, weil Gesangsunterricht gibt dir einfach dieses Wissen und das gibt dir die Power über dein Instrument. So, und jetzt scheint hier die Sonne und jetzt wird es hier auch gleich wieder hell. Pass mal auf, jetzt gleich, siehst du? Überbelichtet, ey, du gehst mir auf den Sack. So, ich mache jetzt Feierabend, weil ich brauche 5 Kaffees. Ich sehe total aus, als ob ich hier irgendwie euch... Heute pro Levi ist noch der Jetlag von letzter Woche, oder was? So, wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt komm, hör auf damit, du. Hör auf damit jetzt.